Weil das ist eigentlich echt, worauf diese blöden Talkshows hinaus wollen. Das ist Schwachsinn, Mann. Alles, was ich höre so von Künstlern, die so krasse Abstürze haben, an Überdosis sterben, ich kann das alles immer krass nachvollziehen. So. Ich arbeite nicht für eine Firma, sondern ich gebe irgendeiner Firma einen Song von mir und kriege ein paar hunderttausend Euro dafür. Das ist für mich ein bisschen was anderes, weißt du? Medienpark Köln-Ossendorf. Sammy Deluxe kommt gerade aus einer großen TV-Produktion. Und, alles gut gelaufen? Ich weiß auch nicht, Alter. Privatfernsehen ist halt echt so eine Welt für sich. Ey. Ich bin auf jeden Fall im Langstreckenmodus unterwegs. Der Fußraum ist ein bisschen verräudet. Easy, ist geil. Okay, ich sehe, was du meinst. Ein paar Kippenpackungen unten. Ja, Mann. Am Start. Oh, haben zufällig auch eine Kamera hier drin. Nee, wer hätte das gedacht? Erstmal Schiebedach auf, denn Hotbox geht auf Arbeit leider nicht klar. Journalistische Distanz bringe ich heute so gut wie gar keine mit, denn ich meine, neben mir sitzt Sammy Deluxe, Alter. Meine erste gebrannte Deutschrap-CD, na klar, weckt mich auf. Und so, das war so der erste Deutschrap-Scheiß, den ich mir so reingezogen habe, ne? Und da hätte ich nicht gedacht, dass irgendwie ich mal im Dreier durch Köln war und Sammy Deluxe neben mir einen Joint raucht. Das ist schon geil. Das ist so eine Kräuterzigarette natürlich. Auf dem Weg in Kölns Innenstadt werden wir beide warm. Denn wir teilen ein paar Erfahrungen, waren zum Beispiel schon beide zu Gast in Talkshows und sind beide auf die gleiche Art und Weise davon genervt. Dann sitze ich in dieser Talkshow bei Dunja Halali und die ist selber noch eine, finde ich, weißt du, von den Leuten so eine der cooleren, hat selbst einen Migrationshintergrund. Dementsprechend, wenn sie über diese Themen redet, sollte es nicht ganz so blauäugig sein. Und dann erstmal, weißt du, fahre ich da extra hin. Soll irgendwie die Hälfte der Show da mit drin sitzen, die erste Hälfte sitzen irgendwie eine grüne Abgeordnete und ein AfDler. Und dann streiten die sich da und ich sehe so irgendwann auf der Uhr, ich so, okay, warte mal, das ist schon längst über die Hälfte. Ja. So, dann komme ich irgendwann dazu, habe noch 3 Minuten Zeit für irgendwelche halbherzigen Statements. Und dann in den Einspielern zwischendurch auch so, weißt du, irgendwas, bla bla bla, wurde abgestochen. Die Täter, Migranten. Ja. Und sie fragt dann noch am Ende, ja, aber was können wir denn tun? Was soll ich dir jetzt für eine Antwort geben? Wie blauäugig, weißt du? Soll ich, also wie tief soll ich mein Niveau runterschrauben? Zu sagen, ja, die Leute sollen doch nur nett miteinander reden. Ja. Und wir sind doch alle Menschen. Und das ist Schwachsinn, Mann. Genau weil wir alle Menschen sind, ist es so kompliziert. Gibt's diese ganzen Probleme, weil Menschen haben Angst, Menschen haben Neid, Menschen haben Gier, Menschen haben, alles, was daraus resultiert. Dann, weißt du? Diese ganzen schlechten Angewohnheiten. Auf jede komplexe Frage gibt es eine simple Antwort, die nicht stimmt. Ja. Das fand ich auch einen guten Satz, weil das ist eigentlich echt, worauf diese blöden Talkshows hinaus wollen. Die wollen am Ende irgendeinen Satz haben, der wie eine Lösung erscheint. So. Und es ist einfach zu simpel, sowas zu fordern in der Gesellschaft. Ich meine, ich gucke mir das halt auch alles gar nicht mehr an, ne? Aber wann hast du mal eine Talkshow gesehen und denkst dir, ah, oh, jetzt bin ich schlauer als vorher. Jetzt habe ich so die Debatte echt gerafft. Angekommen am Bahnhof Köln-West. Wir nehmen schnell die Unterführung und los geht sie, die Zeitreise. Denn hier begann für den Ur-Hamburger Sammy Deluxe seine Beziehung mit Köln. Da sind wir am schönen Stadtgarten. Hier waren natürlich meine ersten Köln-Shows, die ich je hatte, waren natürlich hier. Ja. 98 auf der Rocket to the Dome Tour mit 5 Sterne Deluxe. Von Anfang an hatten wir irgendwie so einfach mal so Liebe hier in der Stadt bekommen. Ich weiß noch, nicht an dem Tag. Da irgendwo vorbeigegangen, in so einer Seitenstraße vom Ring, dann so ein Kiffershop da gewesen. Und die so, hey, hier, ihr seid doch. Dann lief original unser Demo, weißt du? Weil damals wusste man ja noch nicht mal, dass man so überall bekannt war und so. Entschuldigung. Danke. Wir bewegen uns hier gerade so quasi im laufenden Betrieb, deswegen müssen wir mal Kleinkindern, Fahrradfahrern und sonstigen Passanten ausweichen. Ja, war noch andere Zeiten damals, ne? Ja, und dann haben die uns Papers geschenkt, weil unser Demo da gerade lief und sie uns dann wirklich, hey, seid ihr das nicht hier vom Cover, weißt du? Ja. Noch nie irgendwo im Fernsehen gewesen und so, trotzdem erkannt worden in anderen Städten. Das ist schon cool. Das ist natürlich auch geil als Künstler, wenn du quasi so ganz Deutschland irgendwie kennenlernst, ne? Ja. Das stelle ich mir geil vor, dass du zu jeder Stadt irgendwie so deine Story hast und überall. Das war auf jeden Fall ein mega Vorteil, so. Einmal was Deutschland angeht und dann damals, wir haben es, aber ich glaube, das machen manche Rapper jetzt ja auch so, dass die dann auch so, schon auch die Welt, weißt du, alleine wo man Videos drehen kann und so, ne? Und dann haben wir eine Zeit lang viel in Amerika auch produziert und so und
schon ein mega Privileg einfach so. Und man lernt Städte voll anders kennen. Und das Geile ist ja vor allem auch als Rapper oder bei dir ja auch, dass du es geschafft hast, irgendwie dir selbst zu entsprechen in dem, was du machst. Und wer kann das schon machen, außer Künstler, dass sie einen Job haben oder eine Arbeit haben, die so dem eigenen Charakter entsprechen? Das ist ja mit Geld nicht aufzuwerten. Nee, klar. Und auch, ich habe irgendwann dann eben auch gemerkt, so die ersten Jahre waren noch so ein bisschen dieses, okay, ich habe jetzt Erfolg in dem, worauf ich hingearbeitet habe. Ich weiß gar nicht genau, was ich damit mache, weißt du? Man weiß nicht, was man mit dem Geld macht. Man weiß auch nicht genau, was man mit seiner Zeit machen soll. Und dann habe ich eben so viele, so, ne, da hatte ich meine Bling-Bling-Phase und dann diese Sachen, die im Nachhinein, wo man auch merkt, so wow, das war ja überhaupt nicht ich, wie konnte das passieren? Aber eben, weißt du, weil man sich noch nicht so gut kannte und weil man oft auch Fehltritte machen muss, um zu sehen, in die Richtung ist nicht so gut für mich. Und irgendwann merkt man eben, so was zu einem passt und dann ist seine wirkliche Leidenschaft dann vielleicht nicht Schmuck ist, sondern analoge Synthesizer und deine wirkliche Passion nicht ist, irgendwie auf Partys in VIP-Sections mit Shampoosflaschen zu stehen, sondern ein Studio zu haben und neue Talente ranwachsen zu sehen und einen Verein zu haben. Und ich habe dann echt so, weißt du, ich sehe mich ja nicht gar nicht als so sozial, weil ich so super gerne alleine bin. Aber wenn du so guckst, was ich alles mache, so weißt du, ich habe ein Restaurant, wo 10 Leute angestellt sind, habe einen Verein, wo auch Leute angestellt sind, wo wir so vielen Kids irgendwie Workshops regelmäßig geben. Zusätzlich zu dem gerade genannten füllt Sammy seine Zeit mit Rappen, Produzieren oder Malen. Er ist überproduktiv. Und das bringt mich auf einen Gedanken. Ich habe neulich ein Buch gelesen, da ging es um um das Verhältnis, wie wurde es beschrieben, zwischen Grandiosität und Depression. Also, dass der grandiose Mensch, der viel erschafft, der kreativ ist und so weiter, das immer braucht, um seine Depression abzuwenden. Ja. Weil sobald er das nicht mehr hat, fällt er in ein Loch. Und weil er das nicht will, muss er immer irgendwas machen. Ich glaube, er hat schon auf jeden Fall, glaube ich, damit zu tun, auf jeden Fall. Also, wenn ich nichts zu tun habe, dann habe ich viel mehr Kapazität, so nachzudenken über diese Sachen, die alle nicht cool sind oder so, ne? Oder Sachen, die man falsch gemacht hat oder so. Das ist auf jeden Fall alles viel anstrengender, als durchgehend im Flow zu bleiben, finde ich. So. Wenn ich alles, was ich höre so von Künstlern, die so krasse Abstürze haben, an Überdosis sterben, ich kann das alles immer krass nachvollziehen. So. Also nicht, dass ich so mich da denn so direkt in nächster Instanz drin sehe, aber ich kann es alles nachvollziehen, weil es wirklich ein extrem merkwürdiges Leben, so, worauf man trotzdem, auch wenn man darauf vorbereitet ist und es in der Theorie weiß, die Praxis ist immer einfach schmerzhaft anders, ne? Oder schmerzhaft transparenter und mehr HD, als man sich vielleicht vorher vorgestellt hat. So. Ich könnte eigentlich den ganzen Tag hier sitzen bleiben, aber die Frage ist, ob wir uns ja noch ein bisschen bewegen oder ob wir einfach hier bleiben. Also ich mag sitzen lieber als gehen. Lass doch einfach, also ja, das Konzept ist eigentlich so, wir bewegen uns ein bisschen rum an verschiedene Orte, aber ehrlich gesagt unterhalten wir uns gerade nicht und wir bleiben jetzt einfach mal hier sitzen. Voll, warte mal, ich muss mal kurz was checken. Chillen, lass die anderen doch rennen. Und ganz losgelöst von Musik geht mir eine Aussage von Sammy nicht aus dem Kopf. Und jetzt kann ich selbst fragen. Wo du meinst, so, durch die Geschichte von deinem Sohn, der ist, wenn es immer noch stimmt, immer noch in Amerika so, ne? Ja. Also, du siehst den quasi alle paar Monate mal oder so, aber selten. Wo du gesagt hast, ey, so nochmal Familie gründen und Haus und Dings, das ist für dich, ich weiß nicht, ob es da so stand, Horrorvorstellung oder eine schreckliche Vorstellung so. Da dachte ich mir, krass, Alter, das ist doch schon echt eine krasse Aussage so. Also da also spricht ein gebrochenes Herz. Nee, es ist eher so, dass ich so... kann man auch. Ah, nee, nicht so, nicht richtig so dieses gebrochene Herz. Ich wurde ja nicht verlassen und so. Ich habe alle Klischees natürlich gerecht geworden, weißt du so. Ich bin fremd gegangen und bla bla. Aber das Ding ist eher so, dass ich so traumatisiert von dieser Art zu leben bin, weil ich weiß, was potenziell alles damit zusammenhängen kann, weißt du so. Scheidung, aufwachsen ohne einen Elternteil, so nicht wissen, wie man Mann werden soll, vielleicht genau der Elternteil, der deine Hautfarbe definiert oder irgendwas, weißt du, ist dann nicht da. Und es gibt so viele, ich habe schon hart viele Traumata kassiert. Und ich hoffe wirklich, dass ich irgendwann so da wieder was, weißt du, so mehr Positives drin sehe. Also wenn du jetzt mich fragen würdest, so würdest du lieber unter der Brücke wohnen oder in einem Einfamilienhaus mit 3 Kindern und einer Frau, würde ich straight die Brücke wählen, auf jeden Fall, straight up. Ja, sollen wir mal da ins Studio gehen, wo ihr, was hattet ihr da, euren ersten Gig oder so? Ja, voll, wir haben hier gespielt auf der 5-Sterne-Deluxe-Tour, wie gesagt, in dem guten alten Stadtgarten. Und das ist einfach immer der Ort. Gerade neulich habe ich hier wieder gejammt mit ein paar Leuten, die so eine Jazz-Jam-Session gemacht haben. Guten Tag. Mahlzeit.
Wo müssen wir lang? Ja, Sammy, du übernimmst die Führung. Da ist der schöne Backstage-Raum. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, eine sehr, sehr süße, flauschige, überschaubare Location auf jeden Fall. Vor wie vielen Leuten habt ihr gezockt? 300? 200? Ne, hier passen, glaube ich, so höchstens 150 rein oder so. Ich glaube aber, bei den ersten Konzerten, also hier habe ich auch schon öfter gespielt, aber ich glaube, bei den ersten waren wir sogar oben richtig im Hauptsaal, aber ich glaube, da baut gerade eine andere Band auf, oder? Ja, und hättest du gedacht, dass du zu der Zeit, dass du mal so Corporate-Gigs machst für Discounter oder Fleisch- und Veggie-Schnitzelhersteller und so die Industrieschiene mitfährst? Ich glaube, damals haben wir überhaupt nicht gedacht, dass wir irgendwas machen, was jemals, weißt du, so kommerziell ist, weil es einfach alles so nirgendwo bei keinem von diesen ganzen Events auf solchen Bühnen hier mit den Lichtern, die so nah waren, hing irgendwo ein Sponsorplakat und so. Und jetzt ist irgendwann die ganze Welt ja so geworden, dass eh alles gebrandet ist. Das heißt, selbst wenn mich ein normales Festival bucht, dann trete ich da auf und irgendwo ist ein Banner von irgendeiner Biermarke oder irgendwas und ich habe da gar nichts mit zu tun. So. Du musst dir überlegen, meine Situation ist ja nicht so, kann ich die Welt irgendwie vor einem Hip-Hop-Werbeclip retten. So. Wenn die mich anfragen und das wollen, dann passiert es ja eh. Weißt du? Und das heißt, so, dann kann ich mir ja nur noch die Frage stellen, will ich jetzt, dass irgendein so Wacker-Rapper oder vielleicht jemand, der gar kein Rapper ist, aber so das Ding macht, oder mache ich es einfach und represente? Weißt du? Ich sehe mich auch immer als Repräsentant dieser Kultur. Und ich bin auch noch ein schwarzer Mensch in Deutschland und finde es auch cool, wenn eine Selbstverständlichkeit dafür da ist, dass auf irgendwelchen Produkten mit schwarzen Gesichtern geworben wird. Allein das, weißt du, ist auch eine krasse Genugtuung, Digga, weißt du? Ja. Wenn Mercedes dich auf einmal zahlt, dafür, dass du eine A-Klasse anmalen darfst, weißt du, wenn du als Jugendlicher beim Graffiti-Sprühen erwischt wurdest und beim Mercedes-Sterne abknacken und auf einmal sagen die so, ey, hier, das ist eine A-Klasse, du kannst die, mach was du willst, hier sind Marker. Also das ist auch irgendwie so, wo man selber dann merkt, so krass, ey, wir haben einen krassen Sprung gemacht. Als Hip-Hopper, als Leute mit Migrationshintergrund, so, hätte ich nie dran gedacht, dass sich das mit 15 sich solche Sachen ergeben. Ja, aber ey, ich sag danke für den Tag, Mann. Ja, Mann, ey, das war richtig gut, also, und lass uns auf jeden Fall connected bleiben, gerade wenn du echt in Norddeutschland dich da rumtreibst, auch wenn du mal ein bisschen nördlicher noch als Bremen kommst, Richtung Hamburg, Harlem. Peace out. Ciao. Weißt du, so eine elitäre Gruppe, zu der du jetzt mittlerweile auch schon gehörst nach unseren 10 Minuten Gesprächen, von Leuten, mit denen ich jetzt geredet habe, weißt du, aus der Presse, wo ich einfach irgendwie auch selber was draus ziehe, weißt du, wo ich nicht nur mich selber die ganze Zeit beim Reden hören muss, sondern irgendwie auch von der Gegenseite was ziehe und höre einfach Geschichten und interessante Sachen, weißt du.